Danke, 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 danke. Danke, das sind ja richtige Sitting Ovations hier heute, Mensch. Da werde ich heute Nacht wieder schlafen wie ein Sieger, du. Also, ich habe am Anfang gedacht, ihr hättet gar keine Hände, aber ich merke, ihr seid gut drauf. Ihr müsst natürlich nachher auch sehen, dass ihr gut wieder runterkommt. Das ist wichtig. Die hinten auf den billigen Plätzen können heute Abend applaudieren, die vorne. Ihr klappert ein bisschen mit dem Geschmeide. Ne? Das ist auch wichtig. So, ich möchte es heute Abend kurz machen, denn ich sage immer, wer keine Worte verliert, braucht nachher auch keine zu suchen. Und ja, ihr stürzt, denkt mal drüber nach, vielleicht reicht es. Ja. Freunde, der Unterschied liegt immer noch in der Differenz. Und vom Wissenslos hat noch niemand einen Wasserkopf gekriegt. Ne? Andere sagen wieder, lieber ein Brett vom Kopf als ein Klotz am Bein. Ne? Gibt's auch? Freunde. So, ihr merkt also, aus mir sprudeln die Sprüche heute wieder raus, wie aus einem einarmigen Banditen. Und ich habe jetzt mein erstes Buch geschrieben. Hat der Verleger mich gleich angerufen und gesagt, mein lieber Fips Asmussen, Sie haben etwas, was Goethe nicht hatte. Ich sage, was ist es? Eine Schreibmaschine. Und, Freunde, ich sage natürlich immer, auch wer regelmäßig versagt, ist zuverlässig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ging in den letzten Tagen, jeder hat so eine Strähne, wo alles daneben geht. Bei mir war alles negativ in der letzten Zeit. Ich habe harte Monate hinter mir, alles negativ. Das einzig Positive, der Schwangerschaftstest meiner Frau. Sonst war alles negativ. Ja, ich habe mir auch jetzt ein Grundstück auf den Sandwich-Inseln gekauft drüben. Ja, ich habe gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und ich lebe zwar über meine Verhältnisse, aber noch immer unter meinem Niveau. Ich kenne das Gefühl, ne? Tja, ich war eben vorne. Bevor es losgeht, mache ich ja immer einen kleinen Durchlauf noch. Und vorne in der Kneipe gesehen, vorne ein neuer Automat für Kondome. Habe ich gesehen, vorne in der Kneipe. Schön, am Münzeinwurf steht ein Schild. Bei Reklamationen hier Baby einwerfen. Also das ist gut. Da stand vorne eben so ein Pole an so einem Spielautomaten. Warf so ein Slotty nach dem anderen rein. Sagt der Wirt, so funktioniert das Ding nicht. Sagt er, wieso, ist das Gerät noch nicht umgestellt oder was? Also da kam eben einer rein, du, mit seinem Hund an der Leine. Flotter, flotter Hund, du. Im Fernsehen lief Fußballspiel. HSV gegen Bayern München, du. Und jedes Mal, wenn Bayern Tor schießt, du, da wedelt der Hund, der freut sich, der kläfft sich, der läuft durch den Laden, du. Bayern gewinnt, du, und der Hund, der kläfft und der wedelt und der freut sich, läuft durch den Laden. Ich sage, ein toller Hund, Mensch. Der steht vier vor Fußball, so eine Menge. Ich sage mal eine andere Frage, was hätte der eigentlich gemacht, wenn HSV gewonnen hätte? Das weiß ich nicht, so lange habe ich den Hund noch nicht. Aber das war netter, Typ, wenn wir ins Plaudern gekommen, nicht? Sagt er, kennen wir uns nicht? Ich sage, ich habe sie nie gesehen und außerdem sind ihre Forderungen längst verjährt. Sagt er, nach der ganzen Zeit stört es sie, wenn ich rauche. Ich sage, das wird mich nicht mal stören, wenn sie brennen, Mensch. Aber dann ist sie vorne. Ihr müsst vorne mal hingehen in die Kneipe, da ist immer was los vorne. Da sagt einer, Herr Ober, haben Sie kalte Rippchen? Sagt er, nein, ich trage Rheumawäsche. Also das ist... Da sagt einer, Herr Ober, nochmal dasselbe. Sagt er, Moment, mein Herr, wir sind hier nicht beim Fernsehen, nicht? Also das ist... Ne? Da sagt ein anderer, Herr Ober, das ist eine fürchterliche Bedienung hier, die Hälfte des Cafés ist verschüttet. Und nur probieren Sie doch erstmal, bevor Sie meckern. Sagt ein anderer, Herr Ober, ist die Forelle auch frisch? Sondern natürlich eine Mund-zu-Mund-Beatmung und sie kann wieder schwimmen. Sagt er, die ist gestern erst angekommen, sagt er, so, wann ist sie denn abgereist? Also, sagt ein anderer, Herr Ober, ich hätte gern etwas ohne Eier. Sagt er, dann nehmen Sie unser Omelett. Das ist am besten natürlich. Nee, war schön. Ich bin vorne gern am Tresen, du. Sagt der Wirt eben zu mir, Fips, warum warst du gestern nicht zum Kegel? Sag ich zu ihm, du, ich war drauf und dran. Sag, das kann ich verstehen, wäre ich auch nicht gekommen, du. Es ist fertig, ja.
Ich weiß nicht, den Wirt, einige kennen ihn ja. Also ich sage, ich muss ihn immer ein bisschen beschreiben, wenn ich hier oben stehe. Der Wirt hat ja so ein Gesicht wie die italienische Renaissance. Also das ist so ein Typ, der hat immer ja, so eine Mimik wie die betenden Hände von Dürer. Also ihr könnt ihr mir folgen. Also ja, früher als Lachsack in der Sesamstraße gearbeitet, also ein wahnsinniger Typ. Der hat, also der ist eigentlich nicht so dumm. Also der hat keine Schraube locker, der hat eine Pfeile quer im Kopf. Also das ist... Ich sag neulich zu ihm, hast du gehört, was in Spanien passiert ist? Sagt er, nee, ich wohne doch hinten raus. Also das ist ein Typ. Ein Wahnsinniger. Ich sag zu ihm, kennst du Alabaster? Sagt er, natürlich, das ist der mit den 40 Räubern. Mensch. Ich sag, wäschst du dir deine Hände an die Form pinkeln oder nach dem Pinkeln? Sagt er, während, Mensch. Das ist ein Typ, hat jetzt neues Gebiss, kann beim Zähneputzen ein Lied pfeifen, also der ist ja, der, ne, ja, der hat auch so einen faltigen Hals, der kann sich seine Krawatte festschrauben, also es gibt ja diese Typen nicht, das ist ein Typ. Und ewig voll wie ein nasser Schwamm, also ewig, der kann sich auch nicht trocken rasieren, braucht immer einen Cognac dazu. Also das, ja, neulich hat er sich eine Telefonzelle gestellt und hat geschimpft, dass der Fahrstuhl nicht funktioniert, also das ist ein Typ, also das ist ja auch... Das ist ein richtiger Trinker. Es gibt ja diese richtigen Trinker, die werfen, die machen eine Whiskyflasche auf und werfen die Korken weg. Kennt ihr das? Ich sag neulich so schön zu ihm, kann ich für dich ein Mineralwasser ausgeben? Sagt er, wieso? Willst du, dass meine Leber in die Klapsmühle kommt oder was? Ich sag, wenn ich mal sterbe, würdest du dann eine Flasche Whisky auf mein Grab schütten? Sagt er, aber selbstverständlich. Aber du hast das sicherlich nichts dagegen, wenn ich sie vorher noch mal über die Nieren laufen lasse, ne? Oder? Da hat sein Arzt mal zu ihm gesagt, trinken Sie Alkohol? Sagt er, nur bei festlichen Anlässen. Wann ist ein festlicher Anlass? Wenn ich Alkohol trinke. Sagt er neulich zu mir, du ein Bekannter von mir, der hat ja in der Brauerei gearbeitet, ne? Der ist ja im Bier fast ertrunken. Ne? Ich sag, um Gottes Willen, ein grausamer Tod. Sagt er, nee, so schlimm war das nicht. Der ist noch dreimal rausgekommen, um zu pinkeln. Du. Oh, Kinder. Er sagt ja immer so schön, wer tagelang ohne Flüssigkeit auskommt, kann nur ein Kamel sein. Nicht? Er spielt auch sehr gut, das muss ich ja zugeben, er spielt ja sehr gut Klavier. Vorne, ja, eines Nachts ist er voll wie eine Hacke vorne in die Tastatur gefallen. Oh. Da hat er die Augen aufgeschlagen und hat gesehen, ich kenne sie zwar nicht, aber ein tolles Gebiss haben sie. Ich sag neulich zu ihm, du siehst schlecht aus, hast du abgenommen? Sagt er, nee, man hat mir abgenommen. Erst Blut, dann den Führerschein. Also da ist es ja... Hat der Wachmeister gesagt, haben Sie etwas getrunken? Das ist ja nur ein Wachmeister, Herr Jägermeister. Ich sag, wie viel hattest du denn nun? Sagt er, 1,3. Ich sag, dafür würden andere einen Studienplatz kriegen, Mensch. Das ist ein echter Typ. Ich spreche über solche Leute furchtbar gern. Faul ist er, faul. Wenn er die Asche von der Zigarre abstreifen will, fährt er über ein Schlagloch. Also das ist ein Wahnsinniger. Ne? Ich sag, wo hast du denn das blaue Auge her? Hat eine Wespe gestochen? Sagt er, nein, eine Biene hat zugeschlagen, du. Das ist, ne? Aber immer, das muss ich zugeben, immer gute Sprüche drauf. Immer gute Sprüche, sagt er neulich so schön, ein Onkel, der Gutes mitbringt, ist besser als eine Bitte oder sowas. Der hat richtig, ja, oder schützt eure Wälder, esst mehr Biber. Oder bewusste Raucher trinken Filterkaffee. Der hat Sprüche drauf. Nicht? Lieber vom Sex gezeichnet als von Rubens gemalt. Also der hat Sprüche. Sagt er neulich zu einem Stammgast hier vorne. Sag mal, was hältst du eigentlich vom Sex am Arbeitsplatz? Sagt er, überhaupt nicht. Ich bin Schaufensterdekorateur, Mensch. Sagt er, was macht eigentlich, sagt er, sag mal, was passiert einer Frau, die zum Beispiel Vaseline mit Fensterkit verwechselt? Ich sag, keine Ahnung. Sagt er, der fallen alle Fenster raus.
Sagt er, kennst du den Unterschied zwischen Ehefrauen und Terroristen? Nee, keine Ahnung. Sagt er, mit Terroristen kann man verhandeln. Und ich hat sein Hausarzt ihn mal untersucht und hat plötzlich gesagt, also ich muss Ihnen sagen, also Sie haben den kleinsten Piephahn, den ich je gesehen habe. Wie kommen Sie damit zurecht? Sagt er, Herr Doktor, wunderbar. Wunderbar, ich habe ein erfülltes Liebesleben, ich habe 7 Kinder, ne, eine glückliche Frau, bin lange verheiratet, ne, nur am Tage, ne, da habe ich ja manchmal Schwierigkeiten, ihn zu finden. Ne. Ja, sagt der Doktor, und nachts? Ja, nachts suchen wir zu zweit. Ne. Ich muss sagen, er ist ja glücklich verheiratet, also... Früher hat er immer gesagt, darf ich vorstellen, meine Frau. Heute sagt er immer, stellen Sie sich vor, meine Frau. Also das, ne? Seine Frau ist ja wie eine Erkältung, nicht? Keiner macht sie, jeder hat sie schon gehabt. Also der hat ja. Nicht? Seine Frau, die hat ja Beine wie ein Reh, nicht? Also nicht so schlank, so behaart, meine ich. Also die ist so, leidet auch immer ein bisschen unter Stoffwechselerscheinung, also kauft sich jeden Tag ein neues Kleid, nicht? Also die ist ja... Aber sie sagt, mein Mann, sagt sie, den behandle ich immer wie Tee. Ich sag, wieso das? Ja, ziehen lassen, sagt sie, ziehen lassen. Morgens, sagt sie, kommt er ja immer dann furchtbar schwer aus dem Bett, nicht? Der kommt überhaupt nicht aus den Federn. Jetzt lege ich ihm immer einen Hundekuchen und das Kopfkissen und dann lasse ich den Bernardiner rein, nicht? Also der ist ja... Ich sag, du, meine Frau ist ja mehr für die Konservativen. Sagt er, meine hält nichts von Dosengerichten. Also die ist ja... Sie ist eine gute... Also seine Frau, das muss ich ja sagen, eine gute Köchin ist sie. Die Eiswürfel, die sie zubereitet, zergehen auf der Zunge. Also die Frau, ne? Hat sie neulich zu ihm gesagt, Schatz, mit dem Kochbuch, was du mir geschenkt hast, kann ich überhaupt nichts anfangen. Jedes Rezept beginnt mit dem Satz, man nehme einen sauberen Kochtopf. Neulich hat er ihr ein Buch geschenkt über alternatives Heizen. Sie hat das Ding in den Ofen geworfen, also das ist ja... Mit Öl kann sie überhaupt nicht umgehen. Im Salat ist zu viel, im Auto zu wenig, ihr kennt diese Probleme. Neulich hat sie gesagt, Schatz, geh mal die Stricknadel aus dem Sockenhalter, ich will in dein Auto starten und wieder los, du, zur nächsten Tankstelle. Und sagt, ich hätte gern ein bisschen rotes Benzin. Sagt der Tankwart, warum das denn? Ja, meine Rücklichter brennen nicht mehr. Also die ist ja... Dann hat sie den Herrn Polizist angehalten, sagt, Fräuleinchen, darf ich mal Ihr Warndreieck sehen? Sagt sie, Herr Wachmeister, hier vor allen Leuten? Das ist schon eine Frau, die hat sich liften lassen, beim Gehen muss sie immer nur beide Beine einziehen, also die ist ja... Freunde, wenn... Aber sie ist sehr rücksichtsvoll, also wenn ihr Mann zum Beispiel eine Diätkur macht, nimmt sie einen fettarmen Lippenstift, also die ist ja... Ja. Sie ist clever. Sagt sie, ich habe jetzt ein Waschmittel gekauft, da werden sogar die bunten Hemden weiß, also die Frau... Da ist sie neulich in ein Fotogeschäft gegangen und gesagt, ich hätte gerne einen Farbfilm. Ja, sagt der Verkäufer, 6x6? Sagt sie, 36, warum wollen Sie das wissen? Hat sie mal zu einem Maler gesagt, ich hätte gern ein Porträt von mir, schön ähnlich. Ja, da müssen Sie sich entscheiden, schön oder ähnlich. Was denn? Sie hat ja auch 3 Brillen, nicht? Eine zum Lesen, eine zum Weitsehen, eine um beide zu suchen. Also die Frau, ja. Neulich auf dem Wochenmarkt sagt sie, ich hätte gern 10 Pfund Kartoffeln, aber nicht so groß, ich darf nicht so schwer tragen. Also die hat... Da hat er mal aus dem Wohnzimmer gerufen, Schatz, wie weit bist du mit der Weihnachtsgans? Sagt sie, mit dem Rupfen bin ich fertig, jetzt muss ich sie nur noch schlachten. Neulich sagt sie zu ihm, Schatz, du hattest mir vor der Ehe versprochen, du wolltest mich wie eine Königin behandeln. Sagt er, bin ich Heinrich der Achte oder was? Also,
Er hat zu Hause mal die Tür geklemmt. Dann sieht sie ihm und sagt, die könntest du ruhig mal reparieren. Warte, bin ich Schlosser oder was? Am nächsten Tag ist eine Lampe ausgefallen. Sagt sie, könntest du ruhig mal eine neue Birne reindrehen. Warte, bin ich Elektriker oder was? Kommt am nächsten Tag nach Hause, die Lampe brennt, die Tür klemmt nicht mehr. Sagt sie, das hat unser Nachbar gemacht. Was hat er dafür genommen? So, ich soll ihm Kuchen backen oder mit ihm ins Bett gehen. Und? Hast du mir den Kuchen gebacken? Nee, bin ich Bäcker oder was? Freunde, seine Frau ist immer eine Rede wert, also ist auch sehr heiß. Meine Frau ist so heiß, wenn die am Thermostaten vorbeigeht, schaltet sie die Heizung ab, also die ist ja, ja. Wie gesagt, sie hat ja 7 Kinder, also nicht, weil sie Kinder gern mag, sondern sie mag mehr die Machart, also das ist, nicht? Aber es ist eine glückliche Familie, ne? Der Sohn macht jetzt einen Skikurs, Tochter einen Sprachkurs, die Mutter macht einen Kochkurs, er macht Konkurs, also so hat jeder das. Sagt er, mein Sohn ist ja ein Opfer der Wissenschaft geworden. Ich sage, Röntgenstrahlen? Nein, Fingerabdrücke. Also der kleine. Die haben Kinder. Da hat der Kleine mal beim Schlachter angerufen und hat gefragt: Entschuldigen Sie, haben Sie Schweinepfötchen? Sagt er, ja. Haben Sie Schweineohren? Sagt er, ja, habe ich. Haben Sie Schweinebauch? Habe ich auch. Meine Güte, müssen Sie aussehen, Menschen. Meine. Oh, die haben Kinder. Sein ältester Sohn, der ist ja auch in dem berühmten Alter, wo er sagt, also Pubertät ist, wenn die Eltern anfangen, schwierig zu werden, weißt du, das ist ja dies. Und dem ältesten Sohn hat er mal gesagt, ich erkläre dir jetzt die Begriffe höflich und unhöflich. Pass auf, wir haben hier ein Telefonbuch, ich wähle willkürlich mal eine Nummer raus, rufen die an, der will. Zack, hier Müller, ich hätte gern Ihren Sohn Sebastian gesprochen. Aber ich habe keinen Sohn Sebastian, Sie müssen sich verhört haben. Dann lege ich wieder auf und sage, siehst du, das war höflich. Jetzt will ich die gleiche Nummer nochmal. Dann ruft wieder an, ich möchte gern Ihren Sohn Sebastian sprechen. Hören Sie mal zu, ist eine Frechheit, ich habe eben schon mal gesagt, ich habe keinen Sohn Sebastian. Verbiete mir das. Er knallt den Hörer auf, sagt, siehst du, das war unhöflich. Sagt der Sohn, Papa, ich möchte jetzt mal erklären, was nachdenklich macht. Der ruft die gleiche Nummer an und sagt, Papa, Papa, hier ist Sebastian, hatte ich eben Anruf. Ja? Da hat der Kleine mal gesagt, Papa, Papa, woher kommt eigentlich Rheumatismus? Oder mein Junge, Rheumatismus? Vom Saufen, vom Fressen. Zu viele Frauen. Woher, warum willst du das wissen? Ja, ich habe ihn heute Morgen in der Zeitung gelesen. Der Papst hat Rheumatismus. Der Papst hat ja einmal gesagt, wir werden die Aufhebung des Zölibats nicht mehr erleben, aber vielleicht unsere Kinder. Ihr kennt, Freunde, ihr kennt den Unterschied zwischen Gott und dem Papst? Gott ist überall, der Papst war schon überall. Das ist ein Thema, da muss man drüber sprechen. Der Bischof von Mainz war jetzt mit dem Papst unterwegs, oben am Sylt, am Nacktbadestrand. Morgen sind sie spazieren gegangen. Hat der Papst plötzlich gesagt, Bischof, meinen Sie, wir können hier mal baden? Ja, natürlich ist da kein Mensch da. Klamotten runter, rein ins Wasser, als sie wieder rauskommen wollen, kommt eine Mädchenklasse. Oh. Sagt der Papst, Bischof, was machen? Heiliger Vater, ganz Ruhe, Hand vorhalten. Der Papst geht so raus, sagt der Heiliger Vater, oben, unten kennt sie doch keiner. Es ist da. Freunde, die Sophia Loren hatte ja nun auch eine Audienz beim Papst kürzlich. Du trägst ja einen BH, Marke katholischer Beichtstuhl. Also wenn man ihn hinten aufmacht, fallen vorne 2 auf die Knie. Also nun kniet sie so schwer atmend vor dem Papst. Und wie es der Zufall will, reißt ein Träger. Das Malheur ist perfekt.
Der Papst hebt die Hände gen Himmel und sagt, oh Gott, komm von oben die Stimme, Bruder, endlich rufst du mich mal, wenn es was zu gucken gibt. Es ist... Da hat mal der amerikanische Getränkehersteller gesagt, bei einer Audienz beim Papst, sagt der Heilige Vater, was würde es kosten, wenn Sie das Wort Coca-Cola mit ins Abendgebet aufnehmen würden. Der Papst ruft seinen Nuntius und sagt, würden Sie mal nachgucken, was wir damals der Bäckerinnung bezahlt haben, als wir ins Gebet aufgenommen haben, unser täglich Brot gibt uns heute. Wir sind ja nur so ein bisschen, Kinder, das ist eine kleine Schiene, da müssen wir mal durch. Moses führt das Volk Israel aus der Gefangenschaft. Sie kommen ans Rote Meer, sagt Moses, hier kommen wir nicht weit, es ist außen vorbei. Sagt sein Manager, bauen wir eine Brücke, das schaffen wir nie, hinter uns sind die Ägypter, die hängen uns schon im Nacken. Sagt Moses, ich habe aber einen guten Vorschlag, ich werde jetzt meine Arme ausbreiten, das Meer wird sich teilen und wir können trockenen Fußes hindurchgehen. Sagt sein Manager, Moses, wenn du das schaffst, dann kriegst du 3 Seiten in der Bibel. Freunde, hat auch einer so einen Knoten in der Zunge, kommt zu einem Verleger und sagt, ich hab gelesen, Sie suchen Verkäufer für Bibeln. Sagt er, ja, Sie müssen von Haus zu Haus gehen und Bibeln verkaufen. Sagt er, das ist meine Spezialität. Der schnappt sich 100 Bibeln und dann abends kommt er wieder, alle Bibeln sind weg. Sagt der Verleger, wie haben Sie das denn gemacht? Sagt er, ich hab gesagt, wenn Sie die Bibeln nicht kaufen, dann lese ich ihn daraus vor. Da hat doch ein katholischer Pfarrer eine Predigt gehalten am FKK-Strand, sagt nachher sein Amtsbruder. Sagen Sie mal, hat Sie so viel Nacktheit nicht gestört? Sagt er, nein. Ich hatte nur etwas Bedenken wegen der mageren Kollekte. Freunde, das Thema Pfarrer ist immer, wir haben ja auch bei uns im Dorf einen Pfarrer, so ein Typ, der stand neulich angesäuselt auf der Kanzel und sagt, praktisch denken, sehr geschenken. Ist ein bisschen schwarz, nicht? Auch eine Schiene, müssen wir auch durch. Wie der eine beim Fußballspiel im Stadion zum anderen sagt, wo haben Sie denn Ihre Eintrittskarte her? Sagt er, von meinem Nachbarn. Konnte er denn nicht kommen? Nee, der ist zur Beerdigung von meiner Frau. Also das ist... Ich war neulich zu Besuch in einer Villa und sagt, gnädige Frau, die Urne da. Herrlich auf dem Kamin, sagt sie, ja, das ist die Asche meines Mannes. Ich so, oh, tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Ja, wissen Sie, er ist nämlich zu faul, sich einen Aschenbecher zu holen. Das ist ein Thema, da müssen wir einfach mal durch. Eskimos werden ja auch nicht alt, weil sie nicht ins Gras beißen können. Ich meine, ein Schotte hat zum Beispiel verfügt, dass seine 3 Söhne je 100 Pfund in sein Grab legen, wenn er mal stirbt. Der erste wirft widerwillig 100 Pfund rein, der zweite widerwillig 100 Pfund, der dritte schreibt einen Scheck über 300 aus, nimmt die 200 raus. Da treffen sich 2 auf dem Friedhof, sagt der eine, wen betrauern Sie denn? Sagt er, meine Frau. Und Sie? Meine Schwiegermutter. Sagt er, auch nicht schlecht. Schwarzer Humor. Sagt eine Frau, die im Sterben liegt, zu ihrem Mann, wenn ich mal nicht mehr bin, wirst du dann wieder heiraten? Niemals. Wird sie dann auch in diesem Hause wohnen? Niemals, niemals. Wird sie mein neues Auto fahren? Niemals. Wird sie in unserem Bett schlafen? Niemals. Wird sie meinen neuen Golfschläger benutzen? Unmöglich, sie ist Linkshänder. Ja? Immer noch schwarz. Maggie Thatcher sitzt mit ihrem Göttergarten abends im Kamin in London, ne?
Plötzlich klopft es an der Tür, er geht raus, im Nebel kann er niemanden erkennen und sagt, wer ist da? Hier ist der Bürger von London, sagt er, Maggie, komm her, Besuch für dich. Also das ist ja... Schwarz! Da sagt der eine Folterknecht zum anderen, sag mal, wie viele Typen hast du eigentlich in deinem Verlies? Sagt er, so 10 und ein paar zerquetschte, du. Das ist ja... Da kommt ein Jäger mit einem angeschossenen Treiber ins Krankenhaus, sagt der Arzt, die Schrotkugel hätte ihm gar nichts ausgemacht. Sie hätten ihn nur nicht ausnehmen dürfen. Schönhuber hat sich jetzt bei Wetten, dass gemeldet. Er wettet, dass er mit einer Dampfwalze über 30 Asylanten springen kann. Freunde, heißt es. Zwei englische Golfspieler betreten den Golfplatz. Der eine hat nur noch ein Auge, am 18. Loch passiert es. Der Ball in sein gesundes Auge, der nimmt seine Mütze ab, verbeugt sich und sagt, Good night, ladies and gentlemen. Ja? Freunde, es gibt eben gefühllose Menschen. Wie jetzt einer dem Ray Charles eine Eintrittskarte zu einem Konzert von Marcel Marceau geschenkt hat. Ich meine, das sind alles so Sachen... Bevor einer auf dem elektrischen Stuhl geführt wird, fragt der Vollzugsbeamte, geben Sie mir noch Adresse von Ihren Angehörigen. Sagt er, Sie brauchen niemanden zu benachrichtigen. Sagt er, wollen wir auch nicht, es geht um die Stromrechnung. Wie sie ihre Mutter anruft, sagt, Mami, wir hatten heute unseren ersten Krach, was soll ich mit der Leiche tun? Kennt ihr die kürzeste Gruselgeschichte? Der letzte Mensch liegt im Bett, plötzlich klopft es. Schwarz. Kommt einer in die Kneipe mit dem Krokodil an der Leine und sagt, Herr Wirt, servieren Sie auch Neger? Sagt er, ja. Gut, dann bringen Sie mir ein Bier für das Krokodil Neger. Kurz Zeit später sagt er, haben Sie noch einen Neger da? Sagt er, Neger sind alle, ich habe noch eine... Tiefkühltruhe, habe ich noch einen Lilliputaner, sagt der Krokodil, nee, nee, keine kurzen zwischendurch hier. Das ist bitter, bitter schwarz. Da sagst du, in New York aus dem Wolkenkratzer, ist jetzt einer rausgefallen, du hast ihn überhaupt nicht verletzt. Doch, der wohnt im Erdgeschoss, also es ist ja... Freunde, ich möchte diese erste Halbzeit beenden mit einer Geschichte, bei der ihr ein wenig mitdenken müsst. Also, Freunde, listen to me. Macht die Brillenhalter auf, den Brotladen zu. Drei Bundeswehrsoldaten gehen in einem Restaurant essen. Die Kellnerin kommt anschließend mit der Rechnung und sagt 30 Mark. Oh, Satana, ist aber teuer. Na, das hört der Wirt und dann nachher zur Kellnerin, hier haben Sie 5 Mark, geben Sie den rein, die zurück. Die Kellnerin steckt sich 2 Mark ein, gibt den jeden 1 Mark zurück, haben die jeder 9 bezahlt, macht zusammen 27. Die Kellnerin hat 2 Mark, sind 29, wo ist die 1 Mark geblieben? Das ist die Frage an euch. Freunde, ich möchte jetzt mein Glas erheben mit dem Trinkspruch, wenn ich deinen Hals berühre, deinen Mund zu meinem führe, ach, wie sehne ich mich nach dir, heißgeliebtes Gläschen Bier. Tschüss, bis dann. So, ich möchte den zweiten Akt gleich voll beginnen, also in die Vollen gehen. Wie sagte schon einer unserer ganz großen Politiker, Brot für die Welt, der Rest bleibt hier. Wie der Lehrer fragt, Fritzchen, was gibt dir der Staat? Zu denken, Herr Lehrer, zu denken. Aber uns geht's gut, die Konjunktur läuft, hat man mir erzählt. Der Student studiert, der Arbeiter arbeitet, der Chef scheffelt. Freunde, man arbeitet wieder Hand in Hand, was die eine Hand nicht schafft, lässt die andere liegen.
Ich lege mein Geld jetzt in Steuer an. Die steigen bestimmt. Und Freunde, das dürfen wir heute Abend nicht vergessen, wir haben unseren Kanzler. Ihr kennt ja den Unterschied zwischen dem braven Soldat Schweg und unserem Bundeskanzler Helmut Kohl. Der brave Soldat Schweg war klug und stellte sich dumm. Freunde, unser Helmut hat sich ja auch bei Wetten das gemeldet. Er wette, dass er von 10 Postautos 9 an der Farbe erkennt. Und, er sollte ja damals eine Rede zur Eröffnung der Olympischen Spiele halten. Er tritt aufs Rednerpult und sagt: Oh! Oh, 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 oh! Da sagt sein Pressesprecher: Herr Bundeskanzler, der Text liegt hier unten, das oben sind die Olympischen Ringe. Herrliche Geschichte, unsere Politiker. Stromausfall im Bundestag. Lothar Späth schimpft wie ein Rohrspatz. Eine Stunde habe ich im Fahrstuhl gesteckt. Eine Frechheit. Hat Helmut Kohl das überhaupt nicht auf 6 Stunden auf der Rolltreppe gestanden, Mensch. Unser Kanzler war ja jetzt mit Nobby Blüm im Kino. Blüm kennt ihr ja, das ist der, der für die Schlümpfe Modell gestanden hat damals. Die beiden sehen sich einen Wildwestfilm, einen Indianerfilm mit John Wayne an. John Wayne kommt mit seinem Ackergaul an eine tiefe Schlucht und sagt Nobby: Wetten, Helmut, der springt. Hat er gut, die Wette gilt 100 Mark. Tatsächlich, John Wayne springt. Beim Rausgehen sagt Nobby: Helmut, hat sie 100 Mark wieder. Ich möchte ehrlich sein, ich habe den Film schon mal gesehen. Sagt Helmut: Nobby, kannst behalten die 100 Mark. Ich habe den Film auch schon gesehen, aber ich hätte nicht geglaubt, dass John Wayne nochmal springen könnte. Freunde, aber ihr merkt daran, ich meine, Politiker sind heute immer für einen Joke gut. Das wissen wir seit vielen, vielen Jahren, Gott sei Dank. Kinder, ich habe neulich in einem Hotel übernachtet, so einem miesen Schuppen. Man, wenn viel auf Montage ist, weil es in einem so miesen Haus, wenn ich da Honecker getroffen hätte, hätte ich gesagt: Was macht ein netter Mensch wie Sie in einem so schrecklichen Hotel? Ich kann euch sagen, es gibt heute wieder herrliche Reiseziele. London ist schön. London oder 8 Monate Winter, 4 Monate schlechtes Wetter, das ist schön. Das entweder es regnet oder es gießt in Strömen, da ist immer was los. Manchmal ist das auch so windig, da kann der Regen gar nicht landen, also das. Da gehen in London 2 Engländer spazieren im dichten Nebel. Sagt der eine zum anderen: Hast du schon mal so einen dichten Nebel gesehen? Oder natürlich schon mal viel dichter. Sagt er: Wo denn? Weiß ich nicht, kann man nichts erkennen, Mensch. Freunde, es ist. Guck mal, ein Bekannter von mir, der ist ja hier in Deutschland ewig als Geisterfahrer unterwegs. Der macht jetzt grundsätzlich Urlaub in England. Da kann er sich auf der linken Seite mal richtig austoben, weißt du? Das ist ein Tipp für viele. Nee, auch Urlaub in Deutschland kann ja schön sein. Warum nicht? Ich sage ja, wir lieber Oberursel als Unterursel, also, ne? Freunde, demnächst soll es in Deutschland Disneyland geben. Bayern wird eingezäunt. Ich habe jetzt kürzlich Urlaub an der Nordsee gemacht.
Auch schön 100 Mark Kurtaxe bezahlen, nicht einmal damit gefahren. Du. Also, da sagt der Liftboy zu einem jungen Mädchen, fahre ich Ihnen zu schnell? Oder das bin ich wohl mein? Oder glauben Sie, ich trage meinen Slip immer in den Kniekehlen? Ich habe zum Kuhdirektor gesagt, welchem Scheich gehört denn hier das Gewässer? Sagt er, wieso Scheich? Ja, viele Öl. Also das ist ja... Guck mal, das ist alles... Urlaub in Deutschland ist schön. In Hessen heißt der saure Regen hier Appleboy. Also, im Schwarzwald ist das Baumsterben besonders schlimm. Nicht? Da haben die dafür extra eine Klinik eingerichtet. Also das ist ja... Bekannter von mir hat da mal eine Kur gemacht, du, in der Schwarzwaldklinik. Du. Nun darf man ja da beim Essen nicht über Krankheiten reden. Das hat er nicht gewusst. Hat zu seinen Nachbarn bei Tisch gesagt, wie wirkt bei Ihnen denn die Brunnenkur? Da sagt er, pssst, ja, sagt bei mir auch. Ich sag neulich zu ihm, hast du schon Ferienpläne geschmiedet? So, der Ferienschmiede brauche ich nicht, du. Meine Frau bestimmt, wohin wir fahren, mein Chef bestimmt, wann wir fahren und meine Bank bestimmt, wie lange wir fahren, du. Er neulich in ein Reisebüro und sagte, ich hätte gerne eine Kreuzfahrt für mich und meine Frau. Ja, dann haben Sie bestimmte Vorstellungen? Ja, sagt er, getrennte Kabinen. Ne? Getrennte Betten. Getrennte Schiffe. Auf See hat er, im Ozean, Pazi hat er gestanden, auf See, seekrank. Oh, war ihm schlecht, blau angelaufen, sagt zum Kapitän, Herr Kapitän, ist das da hinten Land? Sagt er, nein, das ist der Horizont, mein Herr. Ach, sagt er, immer noch besser als Wasser. Dazu muss man natürlich mal seekrank gewesen sein, dann kann man das beurteilen. Zurück kam er, durch den Zoll, sagt der Zöllner, haben Sie etwas zu verzollen? Sagt er, ja, ein halbes Schwein. Sagt er, tot oder lebendig? Also, es ist ja... Sagt er, dann war ich ja jetzt im Urlaub, ich war ja schön unten im Süden, ne? War schön, dass ja so warm, da ist immer Tauzeit für Dicke, also da ist ja immer was. Da ist ja... Ich sag, was hast du mal aus Urlaub mitgebracht? Sagt der Speck. Ich sag, Räucherspeck? Nein, Hüftspeck, Mensch. Sagt, das war sonst aber ein schöner Urlaub, nur die Rheinländer haben mich ja fürchterlich gestört. Ich sag, wieso was im Rheinland? Nein, auf Ibiza. Also, aber sagt er, vorne mich ins Hotel, du. Da musste man zur Badehose eine Krawatte tragen. Also das ist ja gleich an die Rezeption gegangen, als er ankam. Was kostet der Saustall hier? Na, sagt die Dame, so 50 Mark pro Nacht und Sau. Ja, sagt sie, 250 Mark mit Dusche. Sagt er, warum ist denn das Zimmer mit Dusche so teuer? Ich bin Fräulein Dusche. Nach ein paar Tagen hat er eine Rezeption angerufen und hat gesagt, ich hatte Sie doch gebeten, mich heute Morgen um 6 zu wecken. Ja, sagt er, das ging nicht, da saßen Sie noch an der Bar. Oh, Kinder. Er war ja in Urlaub gefahren, um zu vergessen. Ne? Auf dem Bahnhof hat er seinen Koffer vergessen, am Strand die Badehose vergessen, im Hotel hat er vergessen, dass er verheiratet war. Also das ist ja... Morgens beim Frühstück hat er zu seinem Gegenüber gesagt, auf was haben Sie denn heute geschlafen? Sagt er, auf Bert, sagt er, was für Bert? Sagt er, Elisabeth. Das ist ja... Was? Graf von Zitzewitz erzählt aus dem Urlaub, in der Schweiz gewesen. Jungfrau gesehen, Jungfrau mich gesehen, sofort Alpenglühen. Urlaub ist ein schönes Thema von mir. Da ist einer jetzt aufs Matterhorn raufgeklettert, fragt oben einen anderen Touristen, wo ist denn hier die nächste U-Bahn-Station? So, da kann ich nicht sagen, ich bin mit dem Taxi hier. Sagt der eine, du, ich habe jetzt neulich Urlaub auf dem Mond gemacht, du, in einem vorzüglichen Restaurant, eine ganz tolle Küche, aber keine Atmosphäre, du, keine... Sagt der eine, stimmt das wirklich, dass du die Golden Gate Bridge von San Francisco gesehen hast? Sagt er, nicht gesehen, fotografiert, Mensch. Sagt
Da fährt ein Pärchen mit der Bundesbahn durch den Gotthardtunnel in der Schweiz, sagt sie plötzlich, oh Schatz, ist der lang. Ja, wir sitzen ja auch im letzten Wagen, Mensch. Morgens an der Rezeption, sagt der Hotelier, haben Sie ein Bad genommen? Sagt sie, Schatz, ich denke, du nimmst nur Teelöffel. Ich sag zu einem, woher fährst du dieses Jahr in Urlaub? Sagt er, bleib zu Hause, da regelt es billiger. Also der hat ja, da ist mal ein Tourist nach Ostfriesland gekommen und er hat gesehen, wie auf dem Feld da ein Bauer seine Schweine hochgehoben hat, damit sie die Äpfel vom Baum fressen. Da sagt er, da habe ich einen Tipp für Sie. Sie müssen die Äpfel schütteln, runterschütteln vom Baum, das spart eine Menge Zeit. Da sagt der Bauer, junger Mann, Zeit. Was bedeutet einem Schwein schon Zeit? Freunde, ne? Ostfriesland ist auch wieder ein Thema, du. Ne? In Aurich in der Straßenbahn, du. Holt einer plötzlich seine Pistole aus, hält sie dem Fachschaffner an die Schläfe und sagt nach Kuba. Also es gibt ja nicht. Eine kleine Maschine ist im Anflug auf dem Flughafen in Aurich. Und er funkt an den Tower. Hallöchen! Ratet mal, wer hier kommt. Der Fluglotse schaltet die Beleuchtung auf der Flugbahn aus und sagt, Hallöchen, rate mal, wo wir sind. Zwei Fallensteller in Kanada sehen sich plötzlich einem riesen Grizzlybären gegenüber. Der eine macht seinen Rucksack auf, holt ein paar Turnschuhe raus. Sagt der andere, meinst du, dass du mit den Turnschuhen schneller bist als der Bär? Sagt er, nicht schneller als der Bär, schneller als du. Also das ist... Da robbt ein Forscher. Ein Forscher robbt durch die Sahara, durch die Wüste, dem Verdursten nahe. Er trifft plötzlich einen Kellner. Mit einem Tablett, ein wunderschönes Pilz drauf, stellt sich vor, gestatten Sie mal, mein Name ist Schulze, Archäologe, angenehm, Meier, Vater Morgana. Auch pass auf einem schottischen Eiland leben drei Brüder, nebenan leben 50 Nonnen. Nach einem halben Jahr muss der eine zum Militär. Er kommt eines Tages wieder zurück. Die ganzen Nonnen sind schwanger. Aber wie konnte das passieren? Ja, du hattest unser Kondom mitgenommen, Mensch. Drei gestrandete Ostfriesen sitzen auf einer einsamen Insel. Plötzlich taucht eine gute Fee auf und die sagt, ihr habt jeder einen Wunsch frei. Ich möchte ganz schnell nach Hause zu meiner Frau und meinen Kindern. Boing, ist er weg. Der zweite, ich möchte auch zu meiner Frau und meinen Kindern. Boing, ist er weg. Warte, die Fee, jetzt hast du auch noch einen Wunsch frei. Ja, aber mir ist das hier zu langweilig. Ich möchte die anderen wieder herkommen. Ne? Freunde, bisschen Ostfriesland, warum nicht? Zwei Schweine und ein Ostfriese werden mit einer Rakete ins All geschossen. Meldet sich die Bodenstation. Schwein 1, Knopf 3 und 4 benutzen. Bodenstation an Schwein 2, Knopf 7 und 6 benutzen. Bodenstation an Ostfriesen, sagt der Weiß Bescheid, Schweine füttern, Knöpfe in Ruhe lassen. Da sagt ein Ostfriese bei der Polizei, ich bin Analphabet. Sagt der Analphabet, buchstabieren Sie das mal. Kommt einer aus Friesland in ein Tabakwarengeschäft und sagt, ich hätte gern ein paar Schuhe. Sagt er, wir verkaufen nur Waren für Raucher. Sagt er, und ich bin Raucher. Und? Ein anderer Egon kommt zum Friseur und sagt, bitte einmal rasieren, ich sehe ja aus wie ein Stachelschwein. Sagt er, tat mit den Stacheln, das werden wir gleich haben. Den zwei Ostfriesen ins Kino. Es wird dunkel, die Platzanweiserin kommt, ne, mit der Laterne, mit der Lampe.
Sagt, pass auf, hinhaken, Vater. Ein Bauer fährt mit seinem Enkel den Jauchewagen aufs Feld. Sie fahren über einen großen Stein, der ganze Wagen kippt um. Das ganze Zeug läuft auf die Straße, sagt der kleine Opa, nun haben wir das ganze Jahr umsonst geschissen, ne? Und, Freunde, wir sind immer noch in Ostfriesland, da greift sich ein Polizist zwei Landstreicher und sagt zum ersten, wo wohnen Sie? Sagt er, nirgends. Und Sie? Ich wohne nebenan. Also, ne? Kommt an die Drogerie und sagt, entschuldigen Sie, haben Sie etwas gegen Läuse? Na, sagt er, ich persönlich nicht, aber meine Frau kann die Dinger nicht ausstehen. Kommt einer mit einem Sprachfehler in die Bank, legt ein Ei und ein Kondom auf den Tresen und sagt, Sagt, ich kann Sie nicht verstehen, ich muss mal eben zu meinem Filialleiter nach hinten. Jetzt sagt, ich habe einen Kunden, das ist ganz schwierig, ich habe ein Ei, ein Kondom auf den Tresen gelegt und kann ihn nicht verstehen. Sagt, das ist doch ganz einfach, der will einen Überziehungskredit bis Ostern, Mensch. Freunde, wir bleiben noch einen Augenblick in Ostfriesland. Klopft einer an die Tür und sagt, wollen Sie Zeuge Jehovas werden? Ich glaube, ich habe den Unfall überhaupt nicht gesehen, Mensch. Freunde, ein Ostfriese kriegt vom Finanzamt die Vordrucke zur Einkommensteuererklärung. Der schickt die mit dem Brief zurück. Anbei sende ich Ihnen Ihre Prospekte zurück. Ich habe nicht die Absicht, einem Verein beizutreten mit derartig komplizierten Aufnahmebedingungen. Sagt der Chef zum Buchhalter, hier, den Jahresüberschuss, den tragen Sie in schwarz ein. Sagt der Chef, wir haben keine schwarze Tinte mehr. Dann kaufen Sie welche, ja, dann sind wir wieder in den roten Zahlen. Da gehen zwei Ostfriesen besoffen nach Hause, der eine plötzlich rein in so einen U-Bahn-Schacht, kommt eine halbe Stunde wieder raus, sagt einer, wo warst du? Sagt dann irgend so ein Typen, der einen Hobbykeller hatte, der mit so einer Eisenbahn dürfte. Ist immer Ostfriesland, ist immer ein Thema, Freunde. Ruft einer beim Radiohändler an und sagt, die Stereoboxen, die sie mir heute Morgen verkauft haben, die klingen fürchterlich dumpf. Dann sagt er, wie leid haben sie sich noch nicht ausgepackt. Also, das ist ja. Prüfung für Schrankenwärter. Sagt der Prüfer, was tun Sie? Wenn Ihnen auf einer eingleisigen Strecke zwei Züge entgegenkommen, sagt er, da hole ich meinen Schwager. Sagt, warum denn das? Ja, der hat so einen Bums noch nie gesehen. Du. Wir gehen nochmal auf den Flughafen zurück. Da fliegt einer den Flughafen Aurich wieder an. Da sagt der Tower, bitte geben Sie mir Höhe und Ihre Position an. Sagt, ich bin 1,80 groß, sitz vorne links. In einer Firma in Ostfriesland steht am schwarzen Brett. Der Chef bittet um Vorschläge, wie man es schafft, dass alle Mitarbeiter pünktlich mit dem Klingelzeichen am Arbeitsplatz sind. Hat er einen Zettel drunter geklebt? Lass einfach den klingeln, der als letzter kommt. Ja? Da sagt einer zur Marktfrau, ich hätte gern einen Hasen von Ihnen, aber nicht so einer, der voller Schrotkörner sitzt. Ja, also Sie nehmen Sie am besten diesen hier.
Der hat sich die Pulsadern aufgeschnitten, weil er nicht mehr rammeln konnte. Auf einem Bauernhof wurde der Tierarzt gerufen, das ist voller Action. Unter mich was los. Familie, alles ist versammelt. Plötzlich kommt der Knecht von links, greift der Bauersfrau unter den Rock und verschwindet wieder. Der Tierarzt guckt, wundert sich. Halbe Stunde später kommt der Knecht wieder, greift der Bäuerin unter den Rock, verschwindet wieder. Sagt der Tierarzt, mich geht das ja eigentlich nichts an, aber finden Sie das ein bisschen eigenartig? Ach, nö, sagt der Bauer, finde ich gar nicht. Das ist meine Frau, die hat nämlich Holzbein, da ist der Schlüssel vom Traktor dran. Freunde! Winnetou, Old Shatterhand und ein Ostfriese sitzen in der Prärie am Lagerfeuer nachts. Plötzlich ein Rascheln im Gebüsch. Ja, nun lach doch mal endlich alle. Freunde, Winnetou, Old Shatterhand und ein Ostfriese sitzt in der Prärie am Lagerfeuer nachts. Plötzlich ein Rascheln im Gebüsch. Old Shatterhand steht auf, nimmt seine Knarre, geht ins Gebüsch, man hört nur einen Knall. Old Shatterhand setzt sich wieder ans Lagerfeuer. Kurz Zeit später ein Rascheln im Gebüsch. Winnetou steht auf, nimmt seine Knarre, geht ins Gebüsch, ein Knall. Setzt sich wieder ans Lagerfeuer, kurz Zeit später ein Rascheln im Gebüsch. Der Ostfriese steht auf, ein Knall. Noch ein Knall. Da sagt Old Shatterhand zu Winnetou, siehst du, das habe ich mir gedacht, der Ostfriese, der tritt zweimal auf die Hake, du. Ach ja, es gibt schon zauberhafte Geschichten. Da sagt der Maurer, polieren Männer. Seht ihr da oben auf dem Gerüst die Mücke? Nee, gut, dann machen wir Feierabend wegen schlechter Sicht. Da geht der eine Maurer ins Büro vom Chef und sagt, ich möchte gerne den Chef sprechen, der schläft. Dann seine Sekretärin, ich habe doch gesagt, der Chef schläft. Morgens um 7 ruft der Doktor seinen Patienten an und sagt, ich habe eine schlechte und eine gute Nachricht für Sie. Ihre Leberwerte sind so schlecht, Sie haben nur noch 24 Stunden zu leben. Sagt er, und die gute, Herr Doktor, ich konnte Sie gestern Morgen nicht telefonisch erreichen. Ja, Freunde, das Thema Arzt ist auch innen. Guter Arzt verschreibt ja keine Rohkost mehr, er lässt seine Patienten ins Gras beißen und... Ja, früher haben sich Ärzte noch, haben die noch Hausbesuche gemacht. Heute trimmen sich mit Tennis und Golf. Jetzt haben sich die Zeiten doch ein bisschen geändert. Nicht? Wenn sich heute einer vorstellt mit Doktor, ist auch immer so eine Sache. Ist er nur Arzt oder ist er Anwalt? Am besten mal fragt, macht sie langen oder kurzen Prozess? Mein Hausarzt, der hat viel zu tun, der hat im Sprechzimmer ein Schild aufgestellt, bitte rechts gehen. Also der ist ja... Das Thema Arzt ist immer irgendwo reizvoll, wie ein Augenarzt zum Hals-Nasen-Ohrenarzt sagt, Sie sehen gut aus, das hört man gern. Da kommt eine Frau zum Arzt und sagt, mein Mann bildet sich ein, eine Parkuhr zu sein. Na, der Doktor, das kann er mir doch selbst sagen. Nein, er hat den Mund voller Groschen. Also ist ja... Sagt sie, mein Söhnchen, der Doktor macht immer die Hosen. Ja, das machen kleine Kinder doch häufiger, haben sie das so an sich. Ja, aber in der Mensa will keiner neben ihm sitzen. Also das ist... Ne? Bleiben wir ein bisschen bei den Ärzten. Kommt ein Salzsäurefabrikant ganz aufgelöst zum Arzt?
und sagt, Herr Doktor, ich habe seit Wochen keinen Stuhl. Tja, dann nehmen Sie erstmal Platz. Herr Doktor, neulich habe ich auf Zigaretten, Mädchen und Alkohol verzichtet. Das waren die schwersten 20 Minuten meines Lebens. Sagt er. Na, sagt er, gut, ich verschreibe Ihnen erstmal eine Portion Okasa, muss über schnell schlucken, sonst kriegen Sie steifen Hals. Ne? Herr Doktor, kann ich denn beim nächsten Mal bezahlen? Können Sie, aber Sie sollen Ihre Krankheit nicht unterschätzen. Der kommt nach ein paar Wochen wieder und sagt, Herr Doktor, wird die Operation sehr teuer? Oh, da können Sie getrost Ihren Erben überlassen. Sagt, Herr Doktor, was haben Sie? Eine Frau und 14 Kinder. Ich meine, was Ihnen fehlt? Ruhe, Herr Doktor, Ruhe. Meine Frau verbietet mir ja alles. Ne? Ich darf nicht rauchen, ich darf nicht trinken, ne? Ich darf nicht fluchen, ich darf nicht nach anderen Frauen gucken. Warte, bereuen Sie, dass Sie geheiratet haben? Bereuen darf ich auch nicht, Herr Doktor. In der Anstalt sagt Professor zu einem Patienten, wie heißen Sie? Winston Churchill. Aber die Anmeldung steht doch Margaret Thatcher. Ja, das ist mein Mädchenname. Da hat mal, Freunde, wie das Leben so spielt, da hat mal die Ingrid Steger zu einer Kollegin gesagt, ich habe neulich einen Film mit Sylvester Stallone gedreht. Sagt sie, hier, du hast wohl nicht alle Tassen im Schrank. Doch, der hat zu mir gesagt, nach einer gewagten Szene, wenn du Schauspielerin bist, dann bin ich Sylvester Stallone. Ja. Wie der Tagesschausprecher Werner Feigl sagt, aber Herr Intendant, warum kündigen Sie mir dann? Sagt er, versprochen ist versprochen. Da sagt der eine, wo waren Sie gestern? Sagt er, in der Oper. Was haben Sie gegeben? 10 Mark. Nein, ich meine die Schauspieler, ihr Bestes. Das Publikum raste. Nach Hause, ja. Ich bin nach dem zweiten Akt gegangen. Warum erst nach dem zweiten? Nach dem ersten war der Andrang an der Garderobe so groß. Da sagt der eine Theaterkritiker zum anderen, ich fand das Stück beschissen. Na, das ist, so gut war das nun auch wieder nicht. Freunde, wie heißt es immer so schön? Kritiker sind wie Hennen, die gackern, wenn andere legen. Und da ist manchmal etwas dran. Ne? Mitleid kriegt man geschenkt, Neid muss man erarbeiten. Und ich möchte mich heute Abend, Freunde, von euch verabschieden. Mit einem 12-Zeiler aus der Entstehungsgeschichte der Menschheit, also etwas literarisch. Als Adam einst am Apfel naschte und Gott, der Herr, ihn überraschte, da blieb dem armen Kerl vor Schrecken der Apfel in der Kehle stecken. Als Mahnmal trägt nun Adams Stamm den Adamsapfel, pom, de dam. Mal groß, mal klein, von Pol zu Pol als ewiges Sündenfallsymbol. Kein maskulines Exemplar ist ohne Apfel vorstellbar. Nur Eva trägt, versteckt und stramm, 2 solcher Poms, da dam, da dam. Danke schön.